Glück im Unglück hatte ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen auf der B28 bei Blaustein. Weil er wegen gesundheitlicher Probleme am Steuer ohnmächtig wurde, durchbrach sein 7,5 Tonner die Leitplanke, stürzte die Böschung hinab und überschlug sich dabei mehrmals. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall jedoch nicht verletzt. Das Bergungsteam traf am Unfallort ein. Es ist halt dann wird wahrscheinlich zu einer Vollsperrung kommen, weil die Kranabstützung, ich brauche halt 7 Meter im Quadrat und dann kann man sich so ungefähr ausmalen, was übrig bleibt von der Straße. Was meinen Sie denn, wie lange die Bergung jetzt dauern wird? Ja gut, jetzt müssen wir erst einmal die Ladung bergen. Wird schon 2-3 Stunden müssen wir rechnen, ja, bis wir den angehängt haben. Hobo ist schon gleich, aber die Ladung, das wird jetzt halt die Gitterboxer, bis wir die alle herüber haben und verladen. Das wird das meiste, was also dann Zeit wegnimmt. Nachdem Fachleute den Kran in Position gebracht hatten, begann die Bergung. Bis die 320 geladenen Einzelteile und die 20 Gitterboxen vom Laster geräumt wurden, verstrich knapp eine Stunde. Anschließend konnte der Transporter problemlos geborgen werden. Bis die Leitplanken komplett repariert sind, rollt der Verkehr immerhin wieder auf einer Spur.